So, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Malte Krückels und wir starten jetzt auch direkt, weil wir ja auch im Livestream sind, damit die Menschen auch dann tatsächlich die Veranstaltung verfolgen können. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu der Veranstaltung 30 Jahre Thüringer Landesvertretung, 100 Jahre Thüringen. Dass es nicht genau 100 sind, da wird gleich in der Rede nochmal, glaube ich, drauf eingegangen werden vom Minister, den ich ganz herzlich natürlich begrüße, auch in seiner Funktion als Chef der Staatskanzlei und als, ich glaube, einer der beiden Hauptinitiatoren dieser Veranstaltung und politisch auf der politischen Ebene und auf der fachlichen und inhaltlichen Ebene natürlich Herrn Dr. Post, den ich ganz herzlich begrüßen möchte, der, glaube ich, für die Konzeption der Ausstellung mehr getan hat, als man erwarten kann oder erwarten konnte. Also einen wunderbaren, großen Einsatz geleistet hat. Ansonsten darf ich noch begrüßen, ich fange außen an, sozusagen bei unseren Nachbarn, meinen Kollegen, den Bevollmächtigten des Freistaates Sachsen, Konrad Clemens, herzlich willkommen. Die Kollegin aus dem Bildungsministerium aus Thüringen, Frau Dr. Hesen, die Kollegin aus dem Sozial- und Gesundheitsministerium aus Thüringen, Frau Feierabend. Ich darf ansonsten noch begrüßen Frau, die Burghauptfrau ist, glaube ich, nicht da heute. Die Frau Burghauptmann ist, glaube ich, heute nicht da. Aber ich darf noch begrüßen, auch wenn wir Republikaner sind, aber trotzdem auch den Adel, Herrn Michael Prinz von Sachsen-Weimar-Eisenach, und übergebe jetzt sofort dem Minister zum Grußwort und inhaltlichen Einführung, und dann werden wir eine musikalische Begleitung haben und dann wird uns Herr Dr. Post noch ein wenig Inhaltliches erzählen und dann werden wir im Anschluss noch einen hoffentlich netten Ausklang zusammen haben. Und ich muss Sie jetzt darauf hinweisen, dass wir eine 3G-Veranstaltung sind und die Abstände aber ja nicht einhalten können mit 1,5 Metern. Insofern, wenn Sie nicht gerade was trinken, halten Sie bitte Ihre Maske auch am Platz auf. Wir können jetzt im Moment nicht anders verfahren unter dem Regime, das im Moment hier herrscht. Ich danke Ihnen und wünsche einen schönen Abend. Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Burghauptmann, Dr. Nenfig, Sie sind gerade begrüßt worden. Dazu auch gleich eine kleine Anekdote. Wir haben nämlich geprüft, als wir die Stelle ausgeschrieben haben, ob wie in Österreich die Begrifflichkeit der Burghauptfrau in Deutschland zulässig ist oder nicht. Es stellte sich raus, dass die österreichisch gesetzlich geregelte Formulierung in Deutschland nicht anwendbar ist, weshalb Frau Dr. Nentwich Frau Burghauptmann ist. Umso herzlicher seien Sie begrüßt und hier vorne neben Prinz von Sachsen-Weimar und Eisenach seien Sie herzlich begrüßt. Ich begrüße noch ganz herzlich Christiane Hoff, das sei mir gestattet. Schön, dass du hier bist. Ich sage das deshalb, wenn Sie mich gerade ein bisschen derangiert sehen. Ich habe harte Verhandlungen mit einem 6-, einem 9- und einem 11-Jährigen über die weitere Abendgestaltung hinter mir. Und meine Zustimmungswerte bei allen 6-Jährigen in meinem Privathaushalt sind enorm gesunken. Und insofern, wenn ich hier irgendwann vor dem gemütlichen Get-Together aufstehe und mich auf mein Fahrrad schwinge, dann ist es, weil ich die Kinder ins Bett bringen muss. Das sehen Sie mir bitte nach. Ich freue mich ganz außerordentlich, dass der Plan von Herrn Dr. Post und mir aufgegangen ist. Unser Plan war nämlich, dass wir unsere Gespräche, die wir immer wieder gerne darüber führen, wer zur Landesgeschichte welche Anekdote gehört hat, wobei Herr Post meilenweit natürlich vorne liegt, was in seiner früheren Tätigkeit als, glaube ich, seitdem man in Thüringen Archive gegründet hat, war Dr. Post der Leiter für Archive. Und jetzt ist er bedauerlicherweise in Ruhestand gegangen. Und wir haben uns überlegt, diese kleinen Gespräche über Landesgeschichte sind eigentlich so schön, dass wir sie alle daran teilhaben lassen wollen. Und was bietet sich dazu Besseres an als Jubiläen? Und insofern war natürlich das Landesjubiläum 100 Jahre Thüringen ein geeigneter Anlass. Aber und das war etwas Zweites, dass ich irgendwann
mal so für mich die Frage aufgeworfen habe, wie steht es eigentlich um diese Liegenschaft, die ja zwar hier in Berlin ist, die aber dem Land Thüringen, also dem Freistaat Thüringen gehört. Wann sind wir hier eigentlich eingezogen und warum? Und wie sieht es aus mit den Bevollmächtigten der früheren Thüringer Staaten? Und dann hat man das ein oder andere dazu gefunden und dann bin ich klugscheißern zu Herrn Dr. Post und habe gesagt, wussten Sie eigentlich so? Und dann hat Herr Dr. Post sich das eine Weile angehört und nachdem ich dann stolz alles, was ich rausgefunden hatte, ihm erzählt habe, sagte er, wusste ich schon und ich weiß sogar noch viel mehr. So, und dann haben wir uns dazu ausgetauscht und dann sind wir darauf gekommen, dass es eigentlich in dieser Landesvertretung eine Geschichte dieser Landesvertretung, aber auch eine Geschichte darüber bräuchte, was waren das eigentlich für Bevollmächtigte, die hier die früheren Thüringer Staaten repräsentieren? Welche Anekdoten kann man dazu erzählen? Meine Lieblingsanekdote. Ja, die meisten kennen selbstverständlich, das würde ich jetzt sogar sagen, wenn sie nicht da wären, das Großherzogtum Sachsen, Weimar und Eisenach. Viele kennen Sachsen, Coburg, Gotha. Einige kennen Sachsen-Meiningen, die Schwarzburger in unterschiedlicher Konstellation und auch Sachsen-Altenburg und das ein oder andere kennt man. Die Reußen sind bedauerlicherweise in der Reuß ältere und jüngere Linie so ein bisschen nachrangig in der Wahrnehmung. Wobei natürlich Gera jeder kennt, war immerhin vor nicht allzu langer Zeit noch die 10. reichste Stadt in Thüringen. Nicht in Thüringen, sondern in Deutschland insgesamt. Und Greiz, diese wunderbare Stadt in Ostthüringen, schaffte es ja, ein oberes und ein unteres Schloss zu haben und zwei Herrschaftssitze in einem Ort zu haben, nämlich in Untergreiz und Obergreiz, Reuß ältere und jüngere Linie. Und die Reußen, die hatten so eine richtig fundamentale Abneigung gegen Preußen, wie man sie sonst nur aus Sachsen kennt. Und da gibt es die für mich immer Lieblingsanekdote, dass ich mal sagen kann, rot-rot-grüne Landesregierung selbstverständlich, also es war immerhin ein heute Thüringer Land, das als einziges Land im Bundesrat gegen das Sozialistengesetz gestimmt hat. Bedauerlicherweise nicht aus inhaltlicher Überzeugung, sondern mit der Ansage, es wird dagegen gestimmt, weil so ein Gesetz kann man machen, aber das lässt man sich nicht von Bismarck vorschreiben. Und allein das zeigt aber eine gewisse Widerständigkeit, die dem Föderalismus eigen ist und eine spezielle Sicht auf die Welt, die Ostthüringen und Greiz, also Thüringer werden wissen, worüber wir sprechen, in besonderer Weise eigen ist. Und insofern bietet also unsere Landesgeschichte viele Anlässe, Geschichten zu erzählen. Und zwar Geschichten als Geschichte zu erzählen und damit auch transparent zu machen. Und wie gesagt, es war Herr Dr. Post, der sich dankenswerterweise bereit erklärt hat, hier viel Arbeit zu investieren und Geschichte zu erzählen. Gleichzeitig sind in diesem Zusammenhang auch schöne Entwicklungen für uns, die wir auf unsere Landesgeschichte stolz sind, noch stolz sein können, dass wir, wenn wir über die Gründung des Landes Thüringen reden, ja über vormalige Herzogtümer, über entstandene Republiken, Freistaaten sprechen und in denen sich nicht zuletzt auch in Thüringen, auch in den Fahnen, Geschichte abbildet. Frau Dr. Nentwig und ich, wir haben uns gestern auf der Wartburg getroffen. Und wenn Sie nachher bei dem Get-Together gemeinsam mit dem Sachsen von Prinz von Sachsen, Weimar und Eisenach ein Stück über Wartburg, Demokratiegeschichte und unsere Nationalfarben Schwarz, Rot, Gold und das Wartburgfest hören wollen, hier sitzen zwei, die Ihnen davon viel erzählen können. Unsere Fahne mit den 8 Sternen kann eigentlich als eine Geschichte erzählt werden der Vereinigten Staaten von Thüringen. Und zwar ganz bewusst, denn dass die 13 Kolonien, die sich 1776 in der Unabhängigkeitserklärung zusammengeschlossen hatten und vom Mutterland Großbritannien losgesagt hatten, haben ja auch als Zeichen ihrer Zusammengehörigkeit in Sternen ihre Farbe und Fahne geprägt. Und so ließen sich auch die 7, ich sage das in Anführungsstrichen, Vereinigten Staaten von Thüringen von diesem Modell inspirieren als ein Sinnbild der Demokratie
Und die Sterne in unserem Banner repräsentieren die einzelnen Thüringer Länder. Dass wir in diesem Prozess der Landesgründung einen Landesteil verloren haben, weil sich in einer Volksabstimmung und in einer Demokratie von unten die Bürgerinnen und Bürger von Gotha, vom Herzogtum, dem vormaligen Sachsen-Coburg, Gotha und dann in Coburg sich losgesagt und zu Bayern gegangen sind, ist natürlich ausgesprochen bedauerlich. Aber ich weiß nicht, wer von Ihnen sich mal die Mühe gemacht hat, sich den Staatsvertrag anzuschauen, der damals gemacht wurde. Man stellt sich ja also vor, da wird so ein Staatsvertrag gemacht, immerhin Überführung eines Landes in ein neues. Das ganze Ding hat mit Anlagen über das Notariatswesen 21 Seiten. Und da ist alles geregelt. Man stelle sich das heute vor. Insofern war damals weniger, mehr, aber für Thüringen gleich wiederum auch weniger, denn ein Landesteil ging verloren. Aber bevor diese Flagge offiziell beschlossen wurde, debattierte 1920 der Landtag immerhin im Thüringer Fahnenstreit über die Ausgestaltung der Fahne. Und es waren schon zum damaligen Zeitpunkt, standen sich also unterschiedliche politische Kräfte gegenüber. Das prägte die gesamten 20er Jahre, insbesondere auch die erste Hälfte der 20er Jahre. Und während der linke bürgerliche Block die Sterne thematisierte, war es der konservative Block, der den Löwen favorisierte. Und der Löwe ist immerhin das Wappentier der Landgrafschaft Thüringens im 12. und 13. Jahrhundert und repräsentiert eben auch die vergangene Größe des mittelalterlichen Thüringens. Und die damalige Mehrheit von SPD, USPD und der DDP im Weimarer Landtag setzte sich durch, entschied für die Sterne und gleichzeitig für ein Modell, in dem der Löwe in dann den insgesamt Landesfarben Blau, Weiß und Rot sich abbildete. Warum erzähle ich Ihnen diese längere Fahnengeschichte? Christian Hoff würde sagen, wegen Klugscheißerei. Das ist das eine, aber das andere ist, es ist uns in einer schönen Zusammenkunft von intensivem Austausch mit der Landesgeschichte gelungen, diejenige Fahne, die über viele, viele Jahrzehnte im Rathaus Schöneberg gehangen hat, quasi wieder zu uns zurückzuholen. Was meine ich damit? Wir haben eine restaurierte Landesflagge aus der Gründungszeit des Landes Thüringen hier in unserer Landesvertretung, die von, wie gesagt, 1949 bis 1990 im Schöneberger Rathaus im Plenarsaal des Berliner Abgeordnetenhauses hing. Und immer, wenn wenn eröffnet wurde, nach einer, also sozusagen nach einer Wahl, dann ging auch der regierende Bürgermeister in seiner Rede darauf ein, dass dort nicht nur die Flaggen der die Bundesrepublik Deutschland bildenden Bundesländer hängen, sondern auch die Fahnen von Sachsen, Mecklenburg und eben Thüringen und dass diese drei Fahnen Ausdruck davon seien, dass die deutsche Einheit nicht vollendet sei. Und insofern ist es für uns ein tatsächlich schöner Anlass im Zusammenhang mit der Präsentation der Geschichte unserer Landesvertretung. Im Zusammenhang mit dem nachgeholten Denken über 100 Jahre Thüringen, dass wir diese Fahne nun in restaurierter Form hier in der Landesvertretung auch zur Verfügung stellen können. Wenn ich davon gesprochen habe, und damit möchte ich schließen, dass diese Landesvertretung, dieses Gebäude auf dem Grund, auf dem wir stehen, zu Thüringen gehört, im Eigentum des Landes Thüringen sich befindet, dann gehört dies wiederum zu dem Teil unserer Landesgeschichte, der nicht Teil der republikanisch-demokratischen Vergangenheit ist, sondern dass hier ein Thüringen-Haus gebaut wurde, an diesem Standort, geht auf Saukel, den Gauführer Thüringens, zurück. Warum? Weil er ein Gebäude Thürings, eine Repräsentanz Thüringen so nah wie möglich am Führer haben wollte. Und das war der nächste Standort zur Reichskanzlei.
Es ist ein altes Bankgebäude, das umgebaut worden ist, in dem Sie hier nichts mehr sehen, weil es komplett zerstört worden ist. Dieses Bankgebäude wurde umgebaut, Repräsentationsräume in der zweiten Etage für Sauke, den Glasscheiben auch Präsentation natürlich eines SA-Mannes, aber unten im Erdgeschoss dieses, also dem ehemaligen Banksaal, eine Thüringen-Präsentation der mittelständischen und kleinen Industriestruktur, die Thüringen zum damaligen Zeitpunkt bereits geprägt hat. Diese sehr moderne Form der Landespräsentation war tatsächlich etwas Neues. Gleichzeitig, wie gesagt, eine durchaus ambivalente Geschichte des Interesses dieses Standortes, weil es eben nicht darum ging, Thüringen in einem demokratischen Länderkonzert zu repräsentieren, denn nach 1934 gab es diese Situation ja insgesamt nicht mehr. Das Gebäude ist zerstört worden und nachdem der Hauptstadtbeschluss gefallen ist, hat Thüringen hier seine Landesrepräsentation aufgebaut und ein Gebäude konzipiert, das in seiner ganzen Anmutung eine Bauhausanmutung sein soll. Das heißt also Glas, Stein, Klarheit, als eine ganz bewusste kritische Auseinandersetzung sowohl mit der vormaligen Geschichte dieses Thüringenhauses und gleichzeitig in Erinnerung daran, dass das Bauhaus in 1919 in Weimar gegründet wurde und 1925 durch den Rechtsblock, der damals die Mehrheit im Landtag übernommen hat und kurze Zeit danach das erste Mal mit den quasi Nationalsozialisten unter anderem Namen koalierte, vertrieben worden ist. Und insofern ist diese Ambivalenz der Geschichte, unsere lange Geschichte in den Duodez-Fürstentümern, die aber in ihrer Kleinheit vor allem ein Konzept hatten, nämlich das Konzept Kultur und Demokratie zu entwickeln und zu fördern. Dafür steht Weimar, dafür steht die Gründung der Universität Jena, die unter anderem auch den Rahmen bot, aus dem dann beispielsweise die Studierenden oder Studenten damals kamen, die das Wartburgfest mit organisierten, das deutlich vor dem Hambacher Fest die Demokratiegeschichte unseres Landes geprägt hat. Und insofern ist diese Geschichte die Revolution von 1918, die Republik und die Wiedergründung unseres Freistaates 1990, eine Geschichte, die wir eben auch ins Verhältnis setzen müssen, denn wir stehen grundsätzlich, wenn wir uns mit unserer Landesgeschichte auseinandersetzen, immer wieder vor der Frage, wie es sein konnte, dass in Goethes Weimar Hitlers Buchenwald entwickelt werden konnte. Und insofern ist ein Rückblick auf unsere Geschichte auch immer ein Anlass, uns damit auseinanderzusetzen, damit wir dafür Sorge tragen, dass die Zukunft nicht die Vergangenheit ist, die durch unsere Tür wieder in den Raum tritt. Und wie man dies am besten macht, dafür gibt es niemanden Besseres als Dr. Post. Und ich freue mich auf seinen Vortrag nach einem Musikstück, wenn ich Malte richtig verstanden habe. Das ist Marius Steible und mein Name ist Daniel Roth. Und wir spielen für Sie zum Einklingen zwei Stücke. Das erste ist ein Tango und genauer genommen unter dem Namen Anan Tango. Und das Thank you.
So, jetzt muss ich mal gucken, dass das wieder mit dem für mich hier hinhaut. So, jetzt müsste es gehen. Jetzt versuchen wir das noch mit dem Bildchen hinzukriegen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Presse des Revolutionsjahres 1848 war gefordert worden, wann wird die Zeit kommen, dass man ausrufen kann, nicht Schwarzburg, Gotha oder Preußen, ein einig Thüringen muss es heißen. Überwunden sollte werden mit der Landesgründung letztlich die Folgen der Leipziger Teilung von 1485, die als eine der folgenreichsten Fehlentscheidungen der deutschen Politik gilt. Die wettinischen Brüder Kurfürst Ernst und Herzog Albert hatten in diesem Jahr das sächsische Herzogtum grob umrissen, also wirklich grob umrissen, in das heutige Sachsen und Thüringen untereinander aufgeteilt. Einmal ermöglichte diese Schwächung des sächsischen Herzogtums letztlich den Aufstieg Preußens zur Hegemonialmacht in Deutschland und mit schließlich katastrophalen Folgen. Und im thüringischen Raum kam es durch weitere Erbteilungen der Ernestiner zu einer politischen Zersplitterung der Kulturregion.
Der Historiker Heinrich von Treitschke beurteilte die Folgen der Teilung für Thüringen um 1880 durch seine bekanntermaßen stark preußisch getönte Brille. Zitat: In den eher zufällig entstandenen dynastischen Gebieten bildete sich bald ein zäher Partikularismus aus, harmlos und philisterhaft, doch immerhin stark genug, um jede Änderung zu erschweren. Interessant ist in diesem Zusammenhang übrigens eine diplomatische Formulierung auf einer Homepage zur Landesgründung 1920. Die einzige Zersplitterung Thüringens sei so heute kaum noch wahrzunehmen, Zitat, doch hin und wieder gibt es Diskussionen und Konflikte, die zumindest teilweise auf die alten Grenzen zurückzuführen sind. Ich muss sagen, persönliche Anmerkung, während meiner Tätigkeit als Leiter des Landesarchivs musste ich entsprechende Erfahrungen machen. Ungeachtet der Kleinstaaterei hatte sich jedoch unzweifelhaft ein gemeinsames Thüringen-Bewusstsein erhalten, das sich seit Beginn des 19. Jahrhunderts und der Romantik etwa auch in der Gründung zahlreicher Geschichts- und Altertumsvereine niederschlug. In der Revolution von 1848 wurde dann politische Lösungsmöglichkeiten der Thüringen-Frage diskutiert. Ein konstitutionell monarchischer Gesamtstaat mit einer gemeinsamen Regierungskommission der Fürsten und einem gemeinsamen Landtag, der Anschluss an das Königreich Sachsen, um damit das Wiederentstehen des wettinischen Gesamtstaates zu erreichen. Und der Erfurter Publizist Hermann Alexander von Berleb forderte sogar im Sommer 1848 eine Thüringer Republik. Kaum auf Gegenliebe stieß die Idee, die thüringischen Gebiete an Preußen anzuschließen. Eine Ministerialkonferenz der thüringischen Staaten im Januar 1849 blieb jedoch ergebnislos. Und mit dem Scheitern der Revolution im Sommer 1849 fiel dann auch der Handlungsdruck auf die Landesfürsten weg. Das gemeinsame Appellationsgericht und die von den ernestinischen Fürsten gemeinsam finanzierte Universität in Jena blieben als gemeinsame Projekte die Ausnahme. Tatsächlich sollte es nach der gescheiterten Revolution von 1848 noch mehr als 70 Jahre dauern, bis das Land Thüringen schließlich unter den denkbar schwierigsten politischen und wirtschaftlichen Begleitumständen gegründet wurde. Denn im 19. Jahrhundert erwiesen sich die thüringischen Kleinstaaten noch einige Jahrzehnte als durchaus entwicklungsreform- und innovationsfähig, was sich in einer vergleichsweise hohen Industrialisierung niederschlug. So war beispielsweise das winzige Fürstentum Reuß, Herr Minister hat es bereits erwähnt, Reuß ältere Linie mit noch nicht einmal 70.000 Einwohnern, dank seiner florierenden Textilindustrie vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs der einzige Bundesstaat im Deutschen Reich ohne Staatsschulden. Das muss man sich mal überlegen. In Jena entwickelt sich das 1846 gegründete Feinmechanisch-Optische Zeisswerk zu einem Global Player. In Weimar gründete Großherzog Karl Alexander die Vorgängereinrichtung der heutigen Bauhaus-Universität und der Musikhochschule. Großherzogin Sophie richtete das Sophienhaus mit der ersten staatlich geprüften Krankenpflegeausbildung in Deutschland ein. Und in Meiningen erlangte das Hoftheater unter Herzog Georg II. Internationalen Ruhm. Im Jahr 1867 hatten die thüringischen Staaten dann notgedrungen dem neu gegründeten Norddeutschen Bund unter der Vormacht Preußens beitreten müssen. Nach dessen Verfassung, wie auch gemäß der Verfassung des Deutschen Reichs von 1871, waren allerdings die im Bundesrat vertretenen Landesregierungen Träger der Reichsgewalt und somit das höchste Staatsorgan. Der Bundesrat rangierte damals also noch vor dem Kaiser und dem Reichstag. Dies machte ständige Vertretungen der thüringischen Staaten in Berlin erforderlich. Ausgeübt wurden sie durch Ministerialbeamte mit der Bezeichnung stellvertretende Bevollmächtigte in der Vertretung des jeweils zuständigen Staatsministers in den Einzelstaaten. Sie waren die Vorläufer der heutigen Vertretung des Freistaates beim Bund. Die thüringischen Staaten verfügten zusammen über immerhin 8 der 61 Stämmen. Also 8 von 61 Stämmen fielen einfach auf Thüringen und Bayern, deswegen auch die Karte hier, dass sie etwas größer war, hatte nur 6 Stimmen. Allerdings sprachen die Thüringer selten mit einer Stimme. Besonders Reuß, es wurde schon erwähnt, war traditionell preußenfeindlich und lehnte eigentlich alles, was von Preußen kam, ab. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts einigten sich immerhin 6 thüringische Kleinstaaten.
Mitgliedstaaten der Kosmos Gotha, der allerdings traditionell mit dem Universum Weimar konkurrierte, behielt seinen eigenen Bevollmächtigten und das Herzogtum Weimar ließ sich auch weiterhin durch Bayern vertreten. Zweifellos aber brachten die neuen politischen Rahmenbedingungen ab 1867 gesetzliche Angleichungen und einheitliche Normen zum Wohl der wirtschaftlichen Entwicklung und auch bedeutende Fortschritte im sozialen Bereich und im Rechtsbereich. Na? Ach so, ich muss da hinten. Irgendwie soll ich aufs Grüne da hinten. An. Ah ja. Ich finde diese Karikatur aus dem Kladderadatsch so schön. Das ist die Vereinheitlichung von Maßen und Gewichten im Deutschen Reich und auch die Vereinheitlichung der Währung nach dem Dezimalsystem. Und Frau Germani hat große Sorgen, wie sie das alles jetzt umrechnen soll und wie sie das in den Griff kriegen soll. Und was mich in dem Zusammenhang amüsiert, man liest in der Zeitung, dass die Brexitiers im Vereinigten Königreich gerade daran denken, dieses Dezimalsystem als napoleonische Überfremdung wieder zu beseitigen und wieder zu unserem Pound und Stone zurückzukehren. Weitere Beispiele, ich habe nur ein paar von vielen herausgegriffen, wäre Gleichstellung der jüdischen Bürgerinnen und Bürger im Deutschen Reich, im Norddeutschen Bund 1869, was dann in die Reichsverfassung übernommen wurde, und die ganzen Entwicklungen im Sozialversicherungswesen, die 1883, 84 und so weiter folgten. Also damit war das Deutsche Reich, hatte da eine Vorreiterfunktion weltweit. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde das aber dann offensichtlich, dass sich die Welt der thüringischen Kleinstaaten angesichts eines unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwands für 8 Parlamente und 8 Verwaltungen überlebt hatte. Aber erst im Verlauf des Ersten Weltkriegs wurden notgedrungen zentrale Einrichtungen beispielsweise zur gerechten Verteilung von Lebensmitteln zwischen den städtischen und ländlichen Regionen Thüringens geschaffen. Und da der eigentlich föderale Ansatz der Reichsverfassung nicht vor einer Trumpisierung, wie es man nennen will, des Kaiserreichs und dem Wahnsinn des Ersten Weltkriegs geschützt hatten, fegte schließlich die Revolution von 1918 die Monarchien in Deutschland hinweg. Sie werden sich jetzt sicherlich fragen, was diese sportlichen Herren mit der Landesgründung Thüringens zu tun haben. Das sind die Matrosen der Thüringen bei Sportübungen auf dem Oberdeck, die am 30. Oktober 1918 gemeutert haben und damit praktisch den Funken auslösten, den Funken setzen, der die Revolution auslöste. Hier gibt es ein interessantes Foto, das ist die Thüringen rundherum liegen, also die Thüringen meutert, rundherum liegen Kriegsschiffe, auch ein U-Boot, um die Meuterer in Schach zu halten, und rundherum liegen weitere Schlachtschiffe. Und die anderen Matrosen haben natürlich mitgekriegt, was auf der Thüringen sich abspielte. Und damit breitete sich die Revolution von der Thüringen über die deutsche Hochseeflotte aus. Also wir haben hier dieses Foto von der Meuterei am 30. Oktober, 31. Oktober. Und hier haben wir dann das Telegramm des stellvertretenden Bevollmächtigten aus Berlin, Dr. Arnold Paulsen, nach Weimar, wo er mitteilt, Kaiser Wilhelm hat abgedankt, also der Kaiser selbst hat ja gar nicht, er wurde ja abgedankt, offiziell abgedankt hat er erst später, dass Prinz von Max von Baden abdankte und dass Friedrich Ebert zum Reichskanzler bestimmt wurde. Also das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiges Dokument. Damit erfuhr man dann in Thüringen, dass in Berlin die Monarchie beseitigt war. Auch in Thüringen traten nun an die Stelle der Fürstentümer Freistaaten. Ich habe hier mal alle Abdankungsurkunden zusammengefasst, alle thüringischen, die es gibt. Der Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha hat keine offizielle Abdankungsurkunde. Er wurde vom Landtag schon am 9. November abgesetzt und der Staatsminister von Baselwitz hat dann in einer weiteren Sitzung den Rücktritt des Herzogs erklärt. Also deswegen dieser Auszug aus dem Protokoll. Der Zusammenschluss von Reuß älterer und jüngerer Linie im Frühjahr 1919,
die ohnehin bereits seit 1902 in Personalunion von Gera aus regiert worden waren, zu einem Volksstaat Reuß, bildete eine Schablone für die angestrebte Einigung ganz Thüringens. Im Sommer 1919 wurde aus Mitgliedern der Parlamente der Einzelstaaten ein Volksrat Thüringen als das parlamentarische Organ zur Vorbereitung der angestrebten Landesgründung gewählt. Das ist eine Sitzung in Weimar des Volksrats. Als provisorische Gesamtregierung wurde ein Staatsrat gebildet. Der Wunsch nach Schaffung eines Großthüringen, welches neben den thüringischen Kleinstaaten auch das preußische Thüringen umfassen sollte, scheiterte jedoch am Widerstand der preußischen Regierung, wie auch, wie man sagen muss, an Teilen der dortigen Bevölkerung, die lieber bei Preußen bleiben wollten, als sich einem neuen Staat anzuschließen. Großthüringen konnte dann erst 1945 realisiert werden. Aber auch der Freistaat Coburg hatte, wie bereits erwähnt, nach einem Volksentscheid am 30. November 1919 mit 88% der Stimmen gegen Thüringen und für einen Anschluss an den Freistaat Bayern entschieden. Die übrigen Frei- bzw. Volksstaaten Weimar, Altenburg, Gotha, Rudolstadt, Sondershausen und Reuß schlossen sich mit einem Vertrag vom 4. Januar 1920 zu einer Staatengemeinschaft zusammen, deren ausdrücklicher Zweck es war, im Vertrag, die Vorbereitung einer gänzlichen Verschmelzung aller dieser Staaten zu einem, in Klammern, Gesamtstaat Thüringen. Hier haben wir den Gemeinschaftsvertrag und auf der rechten Seite dann das Gesetz zur Landesgründung. Denn da Länderneubildungen gemäß Artikel 18 der Weimarer Verfassung von 1919 durch ein Reichsgesetz erfolgen mussten, bedurfte es zur endgültigen Konstituierung des Landes eines entsprechenden Beschlusses des Reichstags. Nachdem dieser am 23. April 1920 einstimmig erfolgte, also einstimmig im Reichstag, trat die Vereinigung der 7 Kleinstaaten zum Land Thüringen zum 1. Mai 1920 in Kraft. Diese Ausgabe auch schön unterstrichen, dass man das Datum sehen kann. Am 12. Mai 1920 verabschiedete der Volksrat eine vorläufige Landesverfassung, der einen Entwurf des Jener Staatsrechtlers Eduard Rosenthal zugrunde lag. In leicht geänderter Form wurde dann die Landesverfassung am 11. März 1921 vom 1. gewählten Landtag von Thüringen bestätigt. Endgültig abgeschlossen war die Landesgründung mit der neuen Kreiseinteilung, die am 1. Oktober 1922 in Kraft trat, und dem Erlöschen der Gebietsvertretung der ehemaligen Staaten zum 1. April 1923. So, ich habe hier nochmal Arnold Paulsen hat den Entwurf von Rosenthal an die Ministerien gegeben. Und da sieht man den Verfassungsentwurf und verschiedene Korrekturen, die eingefügt wurden zur vorläufigen Verfassung und schließlich dann den Beschluss, der endgültige Beschluss zur Thüringer Verfassung. Die Thüringer Landesgründung von 1920 sollte der einzig nennenswerte Erfolg im Zusammenhang mit der damals allseits geforderten Reichsreform bleiben. Es gab ja die Idee, dass nach der Tour von Hugo Preuß ganz Deutschland in etwa gleich große Territorien einzuteilen, mehr zentralistisch aufgebaut. Das ist natürlich an Widerstand Bayerns und Preußen und so weiter gescheitert. Thüringen war das Einzige, was als nennenswerte Reichsreformzugabe gewertet werden kann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, einer der Hauptakteure dieser Landesgründung war der Sozialdemokrat August Baudert. Sein besonderen Verhalten war es bereits während der stürmischen Ereignisse im Herbst 1918 zu verdanken, dass die Revolution in Sachsen-Weimar-Eisenach ablief, ohne dass ein einziger Schuss fiel. In den beiden darauffolgenden Jahren gelang es in sachorientierter Zusammenarbeit mit den Demokraten aus den bürgerlichen Parteien, ungeachtet aller Probleme, ein demokratisches Land Thüringen zu gründen. Der Thüringer Kleinstaatenjammer, wie noch der meinige SPD-Abgeordnete Arthur Hoffmann noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Titel seiner bekannten Flugschrift beklagt hatte, war überwunden. In den turbulenten Anfangsjahren der Weimarer Republik
war dies eine ungeheure Leistung von Politik und Verwaltung. Als dann im Jahr 1948 beim Herren Chiemseer Verfassungskonvent einige Teilnehmer über einen zentralistischen Staatsaufbau nach französischem Vorbild spekulierten, wies der aus dem thüringischen Grevenroder stammende hessische Staatssekretär Hermann Brill mehrfach auf das Thüringer Modell eines freiwilligen Zusammenschlusses von Staaten zu einem demokratischen Gesamtstaat hin. Er war als Mitglied des Volksrats und später als Landtagsabgeordneter ein aktiver Begleiter der thüringischen Landesgründung von 1920 gewesen. Die Thüringer Landesgründung war also auch ein Stück weit die Folie für die Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Mein persönlicher Held im Zusammenhang mit der Landesgründung ist allerdings Dr. Arnold Paulsen, ein Schüler des Staatsrechtlers Eduard Rosenthal. Paulsen hatte das politische Geschäft von der Pike auf gelernt und war bestens vernetzt. Er war langjähriger Bevollmächtigter mehrerer Thüringer Staaten in Berlin und einige Jahre Innenminister des Großherzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach. Er war Delegierter der Thüringer Staaten in der Nationalversammlung, Vorsitzender im Staatsrat von Thüringen und nach der Landesgründung zweimal Vorsitzender des Staatsministeriums. Ohne die Vermittlung des als höchst integer geltenden linksliberalen Paulsen zwischen den politischen Flügeln wäre der Verfassungsentwurf von Rosenthal nicht durchsetzbar gewesen. Es ist kaum bekannt, dass Paulsen auf dem Weimarer Friedhof ein Ehrengrab hat. Ich habe die Grabinschrift mal nebendran geschrieben. Er gilt als sein Lebenswerk, war die Einigung Thüringens. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich noch mal kurz zu August Bauder zurückkommen. Als im Frühjahr 1920 die Verhandlungen zur Gründung Thüringens erfolgreich abgeschlossen wurden, gab Bauder als letztes zu Protokoll: Möge Thüringen blühen und gedeihen. Und ich finde, dieses Ziel sollte auch heute noch für politisches Handeln über alle Parteiinteressen und regionale Einheiten hinweg für uns alle verpflichtend sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weimar 1920. Seit Monaten herrscht im Fürstenhaus ein Kommen und Gehen. Die Vertreter von 7 kleinen Staatsregierungen entwerfen, streiten, scheitern und einigen sich. Das Land Thüringen wollen sie gründen. 7 ehemalige Fürstentümer, souveräne Staaten mit eigenen Gesetzen, schließen sich zusammen. Thüringen wird eine Neuschöpfung, die einzige im damaligen Deutschen Reich. Was für eine großartige Geschichte, dass 1920 vor dem Hintergrund aller Krisen ein Land Thüringen entstanden ist. Wie die kleinen Herrschaftsgebiete vor 100 Jahren genau aussahen, zeigt eine digitale Karte vom Verein Weimarer Republik. Welcher Thüringer wüsste denn heute noch, wenn man ihn fragt, zu welchem Staat er vor 100 Jahren gehört hätte? Und auf dieser Karte kann man nachschlagen, wo man vor 100 Jahren gelebt hätte. Kamburg beispielsweise zu Meiningen. Wer weiß das heute schon noch? Die Kleinstaaten ergeben eine bunte Karte, vor allem wegen der zahlreichen Enklaven. All die Thüringer Gebietsgrenzen sind auch auf alten Karten in Gothas Perthes-Forum sichtbar. Die Zersplitterung, über Jahrhunderte entstanden, wurde im Zeitalter der Moderne zum Problem.
Also vor allen Dingen aus dem liberalen und eher linken Lager kam natürlich schon auch im 19. Jahrhundert zunehmend Rufe nach einer Vereinheitlichung dieser einzigartig zersplitterten Region. Das geht dann Anfang des 20. Jahrhunderts wieder so richtig los. Und das Schlagwort liefert ein Meininger Sozialdemokrat, Arthur Hofmann, 1906 mit seinem Buch Thüringer Kleinstaatenjammer. Und damit ist sozusagen die Diskussion eröffnet, sind diese Kleinstaaten noch zeitgemäß? Ja, also wir haben 8 Regierungen, 8 Parlamente, 8 Landesverwaltungen auf dem Gebiet des heutigen Thüringens. Das kostet natürlich einen Haufen Geld. Die Zersplitterung begann 1485 mit der sogenannten Leipziger Teilung. Ein Fehler von historischem Ausmaß. Mitteldeutschland war bis dahin überwiegend in der Hand der Wettiner vereint. Dann gerieten sich die Brüder Albert und Ernst in die Haare. Die Aufteilung begann. Man ist dann aber an der Schwelle zur Neuzeit in vielen Adelshäusern zur sogenannten Primogenitur übergegangen. Das heißt, nur der älteste Sohn bekam die Herrschaftsrechte vom Vater vererbt. So haben es auch die Wettiner dann im Sachsen, im Kurfürstentum und Königreich Sachsen getan. Aber ihre Verwandten in Thüringen haben diesen Schritt eben nicht gewählt. Also und das hat wesentlich mit zu dieser Sondersituation in Thüringen beigetragen. Also diese kleinen sächsischen Herzogtümer, da hat sich die Landkarte immer wieder gewandelt. Ja, und diese am Ende 4 Residenzstädte, Gotha, Weimar, Altenburg und Meiningen, zeitweise gab es 10 oder 12 Residenzstädte dieser Ernestiner in Thüringen. Das ist natürlich irgendwann dann mal paradox und ein Sonderfall in Deutschland, hat aber auch zu unserer einmalig dichten Kulturlandschaft beigetragen. Als die Zersplitterung immer stärker hemmte, mussten die Zwergstaaten weg. Das Ende des Thüringer Flickenteppichs war erst nach der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts möglich, dem Ersten Weltkrieg. Wie ein Flächenbrand breiteten sich die Unruhen und Aufstände im ganzen Land aus. Am 9. November 1918 war das Kaiserreich Geschichte. Überall wurden aus Monarchien Republiken. Die jahrhundertelange Herrschaft der ernestinischen, schwarzburgischen und reußischen Häuser endete binnen 2 Wochen. Als letzter Souverän in Deutschland dankte Fürst Günther Victor ab, am 25. November in Schwarzburg-Sondershausen. Im Übergang gab es dann sehr schnell Regierungen, die aus den alten Politikern der Landtage sich gebildet hatten und die dann am Anfang des Jahres 1919 sich die Legitimation holten, indem überall in den thüringischen Staaten eben Wahlen stattgefunden haben zu einzelnen Landtagen. Gleichzeitig wird Weimar Schauplatz der Weltgeschichte. Ab Februar 1919 tagt hier die Nationalversammlung, weil in Berlin Chaos herrscht. Weimar war leicht zu sichern und galt als Ort des Ausgleichs zwischen den Schwergewichten Preußen und Bayern, zwischen Ost und West, zwischen Protestanten und Katholiken. In Weimar herrscht monatelang Ausnahmezustand. Der Theaterplatz, Sperrgebiet. Hinein gelangen nur Besitzer von Eintrittskarten. Ein Ziel der Nationalversammlung war eine Neuordnung des Deutschen Reiches, eine Neuordnung der Länder zu tragfähigen Wirtschaftseinheiten, zu tragfähigen Verwaltungseinheiten. Es gab ja den Plan von Hugo Preuß, Deutschland in 14 Territorien einzuteilen. Und dabei war natürlich Thüringen ein ganz wichtiger Faktor, die Thüringer Kleinstaaten zu einer größeren Verwaltungseinheit zusammenzufassen. Während sie im Nationaltheater um die erste deutsche Demokratie streiten, ringen die Abgeordneten der Thüringer Freistaaten um das künftige Thüringen, nur einen Steinwurf entfernt im Fürstenhaus. Die Vereinigung ist alternativlos. Die Alternative der thüringischen Landesgründung, das hat ja Preußen großherzig angeboten, wäre ein Anschluss der thüringischen Staaten an die preußische Provinz Sachsen gewesen. Aber das wollten die Thüringer natürlich nicht. Das Ziel ist klar,
Schluss mit der Kleinstaaterei, her mit dem Land Thüringen. Doch wer ein Land gründen will, muss vieles klären. Regierungsform, Verfassung, Verwaltung. Die größten Hürden auf dem Weg zur Thüringer Landesgründung schienen Ende 1919 genommen. Die sieben Freistaaten hatten einen gemeinsamen Volksrat gewählt, eine Art Vorparlament und einen Gemeinschaftsvertrag ausgearbeitet. Der Vertrag war die Basis für die Landesgründung. Doch dann wollte Sachsen-Meiningen dem Vertrag nicht zustimmen. Vor allen Dingen südlich des Rennsteigs gab es Tendenzen Richtung Bayern. Oder genauer gesagt in den Kulturraum Franken, der ja zu Bayern gehörte seit 200 Jahren. Und da hat man hart ringen müssen in Weimar, um vor allen Dingen die Meininger dann doch zum Beitritt zu Thüringen zu bewegen. Eine Reihe von Sonderrechten, ja, unter anderem eben eine dauerhafte Beteiligung an der Landesregierung und viele andere Dinge mehr. Im Falle Coburgs ist das nicht geglückt. Auch die Verhandlungen mit Preußen scheitern. Der Traum von Großthüringen rückte in weite Ferne. Es lief auf die kleinthüringische Lösung hinaus, bei der wiederum ein Flickenteppich entstehen sollte, mit weißen Flecken, blau gerahmt. Die preußischen Enklaven. Damit blieb auch Erfurt als größte Stadt Thüringens und heimliche Hauptstadt Ausland. Selbstverständlich hätten die Enklaven in Thüringen mit zu dieser Landesgründung hinzugehört. Und einmal waren die Preußen nicht bereit gewesen, ihre preußischen Gebiete aufzugeben. Und zum anderen muss man auch sagen, dass es gerade so im Bereich Erfurt in der Wirtschaft oder so große Vorbehalte gab, sich so einer kleinen Landesgründung anzuschließen. Da fühlte man sich mit dem machtvollen Preußen im Rücken sicherer. Also es war nur noch eine Frage der Zeit, bis es soweit ist, das Land zu vereinigen. Und dann passiert aber im März etwas, der Kapp-Lüttwitz-Putsch. Also Monarchisten versuchen, das Rad der Zeit zurückzudrehen, indem sie die Reichsregierung putschen und auch die einzelnen Landesregierungen umzubrechen versuchen. Die politische Stimmung hatte sich seit Kriegsende nicht beruhigt. Studenten, Soldaten, Bürger bilden Lager. Deutschland ist damals immer wieder knapp vor dem Bürgerkrieg. Im März 1920 entlädt sich die Gewalt. Der Kapp-Lüttwitz-Putsch, wenn man das so will, hat einen dynamisierenden Effekt auf diese ganze Geschichte. Und zwar versucht man nun ganz schnell Tatsachen zu schaffen, dass bevor es wieder zu Unruhen kommt, die vielleicht diese Landesgründung verhindern könnten, muss man dieses Land oder möchte man dieses Land schnell zusammenschließen. Das passiert dadurch, dass man jetzt diesen Antrag stellt, an die Reichsregierung ein Gesetz zu schaffen, also die Nationalversammlung und der Reichsrat sollen das beschließen. Dann stimmt man ab, ein einstimmiges Ergebnis gibt es am Ende, was dafür ist, dieses Land Thüringen zu gründen. Sie einigen sich auf ein Datum. Am 1. Mai 1920 soll das Land Thüringen gegründet werden. Ein neues Land braucht eine Verfassung. Die entwirft der Jenaer Rechtsprofessor Eduard Rosenthal binnen weniger Wochen. Am Abend vor der Landesgründung soll sie präsentiert werden. In Rosenthals Rede ist die Freude zu spüren. Meine Damen und Herren, früher, als wir noch vor kurzem zu hoffen wagen durften, ist die Geburtsstunde des neuen Thüringens herangerückt. Rosenthal hatte schon 1918 die Verfassung des Freistaates Sachsen-Weimar-Eisenach geschrieben. Nun mussten die Interessen von sieben Freistaaten gewahrt und dem Einheitsstaat eine demokratische Grundlage gegeben werden. Die Verfassung wurde ein Erfolg. Eduard Rosenthal hat für Thüringen Großes geleistet und geriet dennoch in Vergessenheit. Es gab keine offiziellen Feiern zur Landesgründung, denn der 1. Mai war ohne dies ein Feiertag. Seit 1919 wurde der Tag der Arbeit begangen. Dasselbe Datum für die Landesgründung zu wählen war Programm. Das neue Thüringen war vor allem ein sozialdemokratisches Projekt. Tausende waren damals auf Weimars Straßen unterwegs. Weil es aber der 1. Mai war, weiß niemand, ob all die Menschen die Landesgründung oder den Tag der Arbeit feiern wollten.
Dass die Vereinigung zum demokratischen Thüringen trotzdem gelungen war, steht außer Frage. Ein Land Thüringen aus einzelnen kleinen Republiken zu schaffen und das auf demokratischem Weg. Und das kann man gar nicht hoch genug bewerten, wenn Sie sich dann auch noch vor Augen halten, in welcher kurzen Zeit das passierte. Und so sah das neue Land aus. Thüringen 1920. Die Gründung blieb der einzige Beitrag zur Reichsreform, die die Nationalversammlung geplant hatte. Das neue Landeswappen war Programm. 7 silberne Sterne auf rotem Grund. Sie standen für die ehemaligen Fürstentümer. Heute proben im Weimarer Fürstenhaus Musikstudierende. Im Mai 1920 zog der bewegte politische Alltag des neuen Thüringer Landtags ein. Achte drauf, 3 Phrasen und jedes Mal ein bisschen mehr. Also erste Phrase. Im Thüringer Landtagssaal sollten bald all die Schlachten toben, die schon seit Kriegsende gärten. Die erste Landesregierung war von Sozialdemokraten dominiert. Wir haben dann eine Phase des sogenannten Roten Thüringen, die dann im Herbst 1923 gipfelt in der wirklich ersten rot-roten Koalitionsregierung von KPD und SPD in Weimar. Die Geschicke des Landtags wurden ungewöhnlich dokumentiert. Der Weimarer Maler Alfred Ahner zeichnet die Debatten, die immer zugespitzter werden. Noch mehr, immer aufbauen. Dann folgt eine Phase von bürgerlich-konservativen Regierungen, die sich wiederum von den Nationalsozialisten aus Mehrheitsgründen tolerieren lassen müssen. Schließlich wird Thüringen dann ab 1930 vollends zur NS-Hochburg. Es gibt eine Regierungsbeteiligung. Wilhelm Frick wird erster Landesminister in einem deutschen Land mithilfe Hitlers und ab 1932 dann sogar die vorgezogene Machtergreifung in Thüringen. Also ein Bewegen zwischen Extremen von links und rechts, wie es in dieser verstärkten Form in anderen deutschen Ländern nicht gegeben hat. Das Thüringer Wappen im Dritten Reich. Wegen all der Wappentiere wurde es heimlich Thüringer Tiergarten genannt. Das Land existierte formal, faktisch regierte der NSDAP-Gau. 1945 war der NS-Mustergau Geschichte. Das Land wurde neu gegründet, diesmal nicht von Thüringern, sondern der sowjetischen Militäradministration. Also das, was 1918 bis 20 nicht geglückt ist, wird 1945 nach Ende des Krieges sozusagen von den Besatzungsmächten quasi von oben herab festgelegt. Jetzt kommt es zum Land Thüringen in der großthüringischen Fassung. Also der ehemalige Freistaat Thüringen und die preußischen Gebiete werden zu einem Land vereinigt. Zunächst nennt sich das ganze Provinz Thüringen, dann Land Thüringen und existiert in der DDR bis 1952. Die DDR-Führung löste Thüringen und die anderen Länder auf, weil Föderalismus und Eigenstaatlichkeit dem straff geführten Zentralstaat im Weg standen. Super gespielt. Aus dem Land Thüringen wurden die 3 Bezirke Erfurt, Suhl und Gera. Man darf nicht vergessen, das Bewusstsein der Thüringer, das konnte man damit nicht beseitigen. Das sieht man dann 1989 in der Friedlichen Revolution. Diese Bezirke haben keine Bindekraft entfalten können. Und zu den Forderungen der ersten großen Wendedemos gehörte auch die Wiedergründung Thüringens. Mit der Neugründung 1990 bekam Thüringen ein neues, altes Wappen. Den Thüringer Löwen und 8 Sterne. Symbole der 7 Freistaaten und der preußischen Gebiete. Heute ist kaum vorstellbar, dass Thüringen vor 100 Jahren nicht existierte.
für das 100-jährige Bestehen des Freistaats oder des Landes Thüringen produziert worden ist. Das Ganze soll sich auch noch in der ARD-Mediathek finden lassen, wurde mir zumindest gesagt. Ich habe es selber nicht überprüft. Es ist eigentlich ein 45-Minuter. Wir haben es jetzt ein bisschen zusammengeschnitten. Und damit sind wir auch schon am Ende der Veranstaltung. Und jetzt darf ich, also für mich war es sehr erkenntnisreich und instruktiv. Deshalb dafür den Teil danke ich nochmal Herrn Dr. Post. Und jetzt gibt es auch irgendwas, was ich Herrn Dr. Post geben darf als Dankeschön. Und es war auch wirklich sehr unterhaltsam, musikalisch. Muss ich sagen, ich habe sowas auf dem Akkordeon zumindest live noch nie gehört, was Sie hier veranstaltet haben. Das ist ganz wunderbar. Und Sie spielen uns auch gleich noch ein Stück. Wer möchte, kann schon dann Richtung Empfang unten gehen, aber kann auch gerne hier noch ein bisschen zuhören. Aber Sie kommen, glaube ich, auch nachher noch mal runter zu uns und spielen da unten auch noch mal was zum Ausklang des Abends. Und jetzt bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Teilnehmenden und allen Vortragenden. Und jetzt, Herr Post, kriegen Sie... Ein Thüringer Weißwein. Ich muss ja hier sprechen, sonst kommt das mit dem Streaming nicht rüber sozusagen. Ganz herzlichen Dank. Ich habe ja schon gesagt, sozusagen, Ihr Einsatz war groß und mehr als der Kassenpatient erwarten konnte. Und die beiden Künstler, für die haben wir auch was, ja. So, das ist ein anderer Wein, aber der soll auch sehr gut sein, hat der Krüger mir gesagt. Insofern, nee, das ist ein Sekt. Das ist ein Sekt. Nee, Sie kriegen Sekt. Okay. Ich danke. Ich möchte noch ganz kurz drei Worte verlieren. Das Fürstenhaus, das wir eben gesehen haben, das ist der Ort, an dem auch wir fast täglich uns befinden. Allerdings, wie Sie auch wissen, verhandeln wir da keine Verträge mehr, sondern machen ein bisschen was anderes. Aber für uns ist der Studienstandort Weimar ein ganz besonderer Ort, weil er eben diese Klassik und Moderne so auf besondere Weise verbindet. Und ich würde auch sagen, das ist das, was sich in unserer Musik wiederfindet, die Sie heute hören, aber die Sie auch auf diversen sozialen Netzwerken wiederfinden. An der Stelle Ende dann auch der Werbeeinspieler und wir spielen jetzt noch unsere Version eines bekannten Popsongs. Thank you.
Also nochmal vielen Dank dem Akkordeon-Duo Kontrast. Und Sie beide sind ja auch von der Hochschule Franz Liszt aus Weimar. Ich meine, wir haben es ja gut in Thüringen. Wir haben wirklich jedes Mal gute Angebote sozusagen von Leuten und brauchen uns sozusagen nicht irgendwo anders umschauen für wirklich virtuose, perfekte musikalische Begleitung von unseren Veranstaltungen. Vielen Dank und schönen Abend. Achso, Entschuldigung, ja, zu einem kleinen Get-Together sind Sie auch noch eingeladen. In der 1 sind wir? Im Erdgeschoss sind wir. Und falls Sie es noch nicht getan haben, werfen Sie noch einen Blick auf die Ausstellung, die sich auch im Erdgeschoss befindet.